This meeting is being recorded. Servus zusammen, hallo zum Sportflash-Vlog. Ja, wir widmen uns heute mal den wunderschönen Themen Eishockey. Playoffs laufen ja in Deutschland in der DL2 die Finals und in der DEL sind wir im Viertelfinale. Und dann werfen wir natürlich auch mal einen Blick so Richtung Nordamerika, wo jetzt im Basketball die Playoffs begonnen haben. Ich weiß, dass der Marc ein riesen Basketball-Fan ist, deshalb wird er uns bestimmt das ein oder andere da auch berichten können. Ja, fangen wir nochmal an. Deutschland. Ah ja? über Eintracht möchtest du heute nicht mehr reden, gut. Ja, nö, dafür haben wir jeden Donnerstag dann wieder. da könnten wir über den DFB-Pokal sprechen, der heute stattfindet. Könnten wir auch. Und morgen. Sind wir aber nicht dabei, also. Sind wir nicht mehr dabei? Wenn wir reden doch überhaupt nicht. Nee. Also, fangen wir da mal, wir bleiben in Frankfurt, Löwen im Finale gegen Ravensburg jetzt. Serie steht schon bereits 2-0 für die Löwen. Naja, wie sonst? Best of seven, also es sieht schwerst danach aus, als würde es wohl Frankfurt werden. Sprich, wir steigen auf. Ja. Also zumindest sportlich. Dann kommt ja erst der ganze DEL-Spaß. Genau. Du hast ja das erste Spiel hast ja nicht mitbekommen, weil du ja in Barcelona unterwegs warst, beziehungsweise in Europa. Und ich muss sagen, ich habe mir das erste Spiel dann extra mal in Vertretung für dich angeschaut. Ich war von der Dominanz der Löwen gegenüber der Tower Stars, auch wenn es ein Heimspiel natürlich das erste für uns war, war ich schon echt überrascht. Also, weil ich hatte ja schon so aus diesen ganzen Vorberichten und allem für mich eigentlich gedacht, das wird wirklich eigentlich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, wo beide am Ende des Tages wirklich Meister werden könnten. Aber die Löwen sind im ersten Spiel richtig dominant aufgetreten und ja, da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie die Tower Stars die Hauptrunde und davor die Playoffs so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Ja, gut, du musst natürlich eins sagen, 7-0, das klingt natürlich schon brutal. Ja, aber es spiegelt leider aber auch das Spiel wieder. Also, ja, und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist 2 oder 3 Tore zu hoch ausgefallen, sondern nee, das spiegelt wirklich das Spiel wieder. Ja. Naja, also ich war auch im Prinzip, die Ravensburger galten ja lang eigentlich als unseren Angstgegner. Deshalb, also gut, und dann Spiel 2, 3-1, Auswärtssieg in Ravensburg, also. Ja. Deswegen, also. Könnte, wenn es dumm läuft, ein Sweep werden. Der nächste Sweep, ja. Ja, weil nächstes Spiel ist wieder zu Hause, oder? Ja, die spielen ja also im Prinzip im Gegensatz zu den Amerikanern, spielen wir wirklich immer im Wechsel. Okay. Dann hast du eigentlich eine Ahnung, warum die Amerikaner, egal in welchen Playoff-Serien, immer diese am Anfang doppelt spielen? Das wird eine Reiseentfernung oder? Ja, das kann das eine sein, aber da gab es irgendwo mal was, das hatte ich auch mal gewusst, aber war jetzt nicht so prägnant wichtig für mich, sondern ich habe es mir einfach gemerkt, dass es so machen und dass wir es quasi anders machen. So. Ja. Also kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Ist eigentlich, glaube ich, auch relativ egal, weil am Ende des Tages gleicht es sich ja trotzdem irgendwie immer alles aus. Also deswegen. Ja, sagen wir mal so, als Unterlegener oder Zweitstander musst du halt irgendwann auswärts gewinnen. Ob du das dann in den ersten 2 halt fertig bringst oder später, ist dann ja eigentlich auch egal. Ja, wie gesagt, also dadurch, dass es ja um eine ungerade Zahl geht, hat die stärkere Mannschaft sowieso immer ein Heimspiel mehr. Also, und deswegen, die Schwächere muss sowieso ein Auswärtsspiel irgendwann mal gewinnen. Und ja, dann holen ja die Trainer alle möglichen Statistiken heraus, die sie dir vorbeten in der Kabine. Und dann musst du sie als Spieler nur noch glauben. Ja, und umsetzen. Ja. So, und ich kann mich ja an das eine Interview von dir mit den Tower Stars erinnern.
Da hat der Spieler ja schon sehr überzeugt von sich gesagt, also wenn wir normal spielen, gewinnen wir eigentlich gegen alle. Ja, Ja. das Sam war sehr optimistisch. Ja, ich habe dann jetzt mal so für mich gedacht, so, ja gut. Dann würde ich jetzt langsam auch mal normal Ja. spielen. Naja, wie gesagt, wenn du das Problem, das ist ja das, was auch bei dem Interview mit der Ann-Kathrin schon gesagt habe, wenn du natürlich schon eine Serie 2-0 hinten bist, der Druck wird natürlich jetzt immer gut, bei Best of Seven kannst du noch sagen, okay, jetzt hast du halt noch eins Luft, dann solltest du aber echt mal anfangen zu gewinnen. Aber wenn du natürlich in der Best of Five-Serie schon 2-0 hinten bist, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Ja, wie gesagt. Auch wenn in diesem Fall dein Vater diesmal nichts zu uns gesagt hat, gehe ich trotzdem davon aus, dass die Löwen jetzt mal Meister werden. So. So, ja, und dann steigen wir auf und dann wird's nächstes Jahr wieder interessant. Ja, ob wir dann wirklich aufsteigen, wie gesagt, da warte ich ab, was die DEL und die DEL2 sich noch alles einfallen lassen. Ja. Weil da steige ich ja eh nie durch, warum wer nicht aufsteigt und warum wer nicht absteigt. Ja, zum Beispiel Ravensburg, das wär schon sicher gewesen, wenn Ravensburg doch noch Meister werden sollte. Es ist ja noch nicht ausgeschlossen. Steigen die nicht auf, weil die gar keine Lizenz beantragt haben. Ja gut, bei Löwen weiß ich ja, dass sie eine Lizenz beantragt haben und die haben ja auch vor der Saison gesagt, ihr Ziel ist die Meisterschaft. Also nicht nur der Aufstieg, sondern die Meisterschaft haben sie ja ganz klar formuliert und trotzdem Dann muss man ja auch ist ja mal nicht das abwarten. erste Mal, dass wir DEL2 Meister geworden sind und am Ende doch nicht aufgestiegen sind. Ja, oder dann muss man ja auch noch abwarten, was jetzt endeffektiv mit den Krefeldern wird. Ja. Stimmt, da gab es ja auch was, dass die ja rechtliche Schritte gegen ihren Abstieg zumindest erstmal überprüfen lassen. Deshalb, also kann durchaus sein, dass es, was das dann angeht, noch einen sehr interessanten Sommer wird. Gut. Gut, komm, gehen wir in die Aber DL. wenn wir jetzt schon bei der DL sind, gehen wir auch in die DL Halbfinale. Ja. Eisbären Berlin, nicht Waldhof, sondern Adler Mannheim. Gut, die Mannheimer sind ja im Prinzip, wenn man sich die Saison von Mannheim wirklich anguckt, die waren eigentlich sehr, sehr gut gestartet. Dann ging es. Oh, Entschuldigung. Plötzlich in die falsche Richtung. Dann kurz vor dem Playoff den Trainer rausgeworfen. Und jetzt also sozusagen noch einmal mit dem neuen Coach, neuen alten Coach die Kurve bekommen. Straubing jetzt als Fünfter rausgeworfen. Also, wie siehst du Ja. da jetzt so, wenn du die Partie siehst? Also, ich sehe die Eisbären als relativ klaren Favorit, wenn ich mir vor allem deren Defensive angucke. Puh. Ja, wie gesagt, also erstmal muss ich sagen, ich glaube, im Halbfinale stehen jetzt die vier Teams, mit denen, glaube ich, auch die meisten, inklusive mir, kann ich schon mal sagen, bei dir weiß ich nicht wirklich, vermutet haben. Also ich finde jetzt, da ist kein Überraschungsteam dabei, sondern ich. Das sind für mich die Stärksten, die sich durchgesetzt haben jetzt für die Halbfinals. Teilweise ja auch sogar sehr, sehr klar. Und ich glaube, in diesem Jahr geht die Meisterschaft sowieso über Berlin. Ja. Gut, schauen wir Also. nochmal aufs andere Spiel. Im Prinzip die Wolfsburger gegen München. Ja, Also da das. sehe ich sogar, sage ich ganz ehrlich, sogar die Partie ein bisschen offener insgesamt, weil also ich glaube schon, dass die beide sehr, sehr gleiches Niveau haben. Da könnte es ein bisschen über Tagesform, Special Teams gehen. Ja, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, die Grizzlies haben sich natürlich gegen die Fishtowns schon schwer getan. Ja, überraschend eigentlich. Wobei auch die, also wie gesagt, die Serie war nicht so klar, wie sie im Prinzip auf dem Papier aussieht. Also die Ja. DEG hat sich da auch sehr gewehrt. Ja, aber deswegen glaube ich irgendwie trotzdem, dass der Kader von den Münchnern in Gänze, glaube ich, stärker besetzt ist als der von Wolfsburg. Ja. Ich weiß es nicht, wie gesagt, also ich habe so das Gefühl, also sie sind relativ gleich. Sie sind auch, wenn du mal Statistiken anguckst, sehr gleich, was also Special Teams angeht. Und deshalb,
Gut, die Frage ist, dieses eine Spiel mehr am Mo Montag was, gell? Ja, Montag. Wie weit das da jetzt, sagen wir mal, dich noch belastet, weiß ich nicht. Ja gut, bei Eishockeyspielern habe ich eh keine Ahnung, ob die irgendwas in irgendeiner Form belastet, wenn du dir deren Stundenlang. Planung einfach mal anguckst. Also, ja, ich meine, gab ja sogar in dieser Saison durch die Pandemie, gab es ja sogar wieder so Nachholspiele, dass, um mal bei Krefeld zu bleiben, dass die ja innerhalb von 24 Stunden Ja. zwei Spiele hatten. Also So, deswegen, und aber im die haben ja am Schnitt haben Ende. die ja so alle 2 Tage ein Spiel. Ja. Ja, in 3 Tagen 2 Spiele oder beziehungsweise ich glaube sogar in einem haben sie in 4 Tagen 3 Spiele. Also das war komplett Ja. bescheuert. Ja. Also. Deswegen, also da, ob das dann da wirklich einen Ausschlag bei den Eishockeyspielern gibt, ich meine, das hattest du ja auch in deiner Interviewserie. Es kann natürlich auch sein, dass es sogar ein Vorteil ist, weil du im Rhythmus bist und wenn du eine längere Pause hast, weil du auf den Gegner wartest, kannst du ja ein bisschen vielleicht auch deinen Rhythmus oder deinen Fokus verlieren. Ja, naja, das ist, ich würde fast sagen, ein Klassiker der Journalistenfragen, was ist besser? Und ich glaube, im Endeffekt, ich kann es keiner 100% beantworten. Gut, sagen wir mal so, da war ja die Tendenz, dass ich alle gesagt habe, im Moment tut uns die Pause gut. Gut, wenn du, wie gesagt, die vielen Spiele durch Corona am Ende gesehen hast, glaube ich schon, dass die Pause ganz gut getan haben. Aber Endeffekt ist ja Ja. auch da, werden wir ab morgen sehen, wer wie besser zurechtkommt. Genau. Ja. Aber mein großer Favorit auf die Meisterschaft bleibt Berlin. Ja, da gehe ich mit dir. Und es wird mich also, wie gesagt, Berlin gegen München wäre so, naja, das zu erwartende Finale. Ja, das wäre auch meine Tendenz. Aber ich lasse mich gerne von den Grizzlies eines Besseren überraschen. Ja, vielleicht auch die Mannheimer. Dass mir zwar alle von Berlin ausgehen, aber im Endeffekt ich dann doch die Mannheimer sich wieder durchsetzen. Aber wie gesagt, ich glaube es. Also wie gesagt, ich glaube, so wie wir es gesagt haben, wird es auch passieren. Gut, so, dann gucken wir mal in die NBA. Ach so. Nee, NHL müssen wir noch warten. Da, die sind Ich noch weiß, vollkommen. Ende des Monats stehen die Playoffs da fest. Das war jetzt nur, dass schon mal die Toronto Maple Leafs geschafft haben. Ich weiß. Da Und dauert es bis Ende des Monats. Aber da zeichnen sich ja trotzdem auch schon die ersten Tendenzen ein bisschen ab. ja, also Vor allem unser deutscher Leon Dreisaitl, er trifft wieder. ja, also ist schon auch faszinierender Spieler. Also ich finde vor allem also auch technisch ein faszinierender Spieler. Mein Vater würde jetzt sagen, schlittschuhtechnisch. Ja. Ja, der Mann hatte immer ein Auge für deine Kufentechnik. Ja. Ja, gut, Und da die gibt es so manchen Kufen Eishockeyspieler. von Ich drei glaube, Seiten sind nicht gut. Also. ich wollte gerade sagen, da gibt es auch schlechtere, deutlich schlechtere Schlittschuhläufer. Du findest viele deutlich schlechtere Schlittschuhläufer leider im Eishockey. Ja. Also deswegen, der hat eine richtig gute Schlittschuhtechnik, der Junge. Dazu ist er relativ groß, relativ robust. Und in dieser Saison hat er ja schon jetzt 54 Tore auch schon wieder erzielt. Letzte Saison hat er mehr Assists gemacht. Also Ja, deswegen, alles gut. alles gut. Nö. Also, wie gesagt, bin ich auch Aber über gespannt. die NBA möchtest du ja erstmal nicht reden. Du möchtest ja lieber jetzt zum Basketball kommen. So. Ja, weil da sind jetzt, die sind jetzt in die Playoffs gestartet. Und Die Deutschen nicht. die Deutschen nicht. Nee, mir uns fehlen, glaube ich, noch 4 oder 5 Spieltage, also wenn ich das richtig im Blick habe. Aber so. Wir sind Spieltag, was sind wir denn? 31, oder? Wir sind Spieltag 31. Ich glaube, wir sind, da die ja auch nicht sehr gleichmäßig spielen. Nee, da sind auch noch Nachholpartien und alles. Siehst du zum Beispiel oben in der Spitze bei Bayern. Bayern hat weniger Spieler als Bonn. Ja, auch Berliner. Die Berliner haben 27 erst. Bonn hat schon Ja, 31. Also. deswegen. Dramatisch ist in der BBL auch nur die Situation für uns Hessen.
Ja, ich glaube, wir haben da ein ganz heftiges Problem, überhaupt nächstes Jahr noch BBL zu spielen. Genau, weil da gibt es keine Playdowns oder irgendetwas, sondern es gibt zwei direkte Absteiger, wobei auch das stimmt nicht so ganz. Es kann sein, das war jetzt schon mal wieder im Gespräch, dass eventuell die Skyliners sogar eine Wildcard für die nächste Saison aus irgendeinem Grund wieder bekommen könnten. Ja, das haben ja die Gießener letztes Jahr bekommen. Die waren ja Genau, das eigentlich haben die schon Gießen sportlich letztes Jahr abgestiegen. bekommen. Aber trotzdem ist es natürlich aus hessischer oder auch Frankfurter Sicht dramatisch, dass Gießen und Frankfurt wohl absteigen werden regulär. Ja. Der erste Abstieg für die Skyliners überhaupt? Tja, das ist dann Pro A nächstes Jahr. Frage war jetzt, die Skyliners sind ja mit einem sehr, sehr jungen Team in die Saison gegangen. War das zu jung, deiner Meinung nach? Oder hat man da zu sehr auf die Jugend gesetzt? Also die Spieler, die ich von mir von Skyliners angeguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Ausländerposition nicht gewirkt. Also die an den jungen Spielern würde ich es jetzt nicht festmachen. Die jungen Spieler brauchen natürlich immer Spieler, an denen sie sich aufbauen können. Und du hast ja, sage ich mal, ein gewisses Kontingent in der BBL an Ausländern. Und die Position, die wir an Ausländer vergeben haben, auch in der Starting Five, waren jetzt keine Werte, wo ich sage, wow, das ist BBL-tauglich Ja. oder Leadership-tauglich, um es mal so zu sagen. Also da ist für mich das größere Problem. Und dann kommt auch noch hinzu, wir hatten zwei Trainerwechsel. Weißt du selber, jeder Trainer hat eine eigene Philosophie, auch wenn sie das gleiche System spielen. Ja, wie Also. gesagt, da im Prinzip, das ist ja auch generell mit Trainernwechsel, es kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren, egal in welcher Sportart. Ist Gut, wir haben immer sehr. rein rechnerisch haben wir noch eine Chance. Aber ich glaube, wir sollten uns mit der Option Wildcard in Frankfurt mal beschäftigen, ob das was wird. Ansonsten zweitklassig. Ja, und dann wird es ja noch schlimmer. Also, Ja, das kann klar. man ja auch ganz offen sagen, sowohl bei den Gießnern als auch bei den Skyliners hängt ja ein bisschen auch mit den finanziellen Mitteln zusammen. Das wollte ich Und gerade sagen. das wird Ich in habe der das. Pro A nicht besser. Und ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, dass es eine Fusion zwischen Skyliners und Eintracht Frankfurt geben wird im Basketball. Glaube ich jetzt auch nicht. Zumal ich weiß noch nicht mal, ob die andere ein Basketballteam hatte. Bestimmt Doch, irgendwo auch wieder, aber. haben sie. Das ist aber der e.V. in dem Ja. Fall. So. Aber wir haben eine Basketballabteilung, die hat früher auch mal besser gespielt, als ich jung war. Und wie gesagt, deswegen, also Fusionsmöglichkeiten würde es natürlich geben mit Übernahme der Lizenz von den Skyliners. Aber ich glaube nicht, dass die Eintracht gewillt ist, Gelder in den Basketball zu stecken, wie es ja zum Beispiel Bayern München unter Uli Hoeneß beim Basketball gemacht hat. Weil das war am Anfang, muss man schon sagen, bei den Bayern ganz klar auch eine Art der Subvention, die da stattgefunden hat. Mittlerweile tragen sie sich selber, wobei die Sponsoren relativ identisch sind mit der Fußballabteilung im Großen und Ganzen. Aber das, glaube ich, wird sich hier nicht ergeben. Deswegen sollten die Skyliners gucken, ob wir wirklich vielleicht so eine Wildcard bekommen für nächstes Jahr. Und dann, dass man wirklich vielleicht mal die Probleme angeht. Irgendwie schafft eine gute Finanzierung, eine hohe Finanzierung hinzubekommen und dann auch Spieler holt, die wirklich ja, auf gewissen Positionen einfach auch den Verein voranbringen. Bevor wir jetzt, wie gesagt, rüber zu den Sta in die Staaten gehen, wen siehst du jetzt, sagen wir mal, am anderen Ende der Tabelle so als dein Favorit? Die ist sehr schwer, weil ich Bonn gar nicht so extrem stark gesehen habe, wie sie jetzt eigentlich performen. Ich dachte eigentlich eher, das wird wieder der klassische Zweikampf, Alba gegen Bayern. Aber wie gesagt, Bonn performt richtig gut und ich wüsste jetzt auch keinen Grund, warum Bonn jetzt dann in den Playoffs seinen Touch verlieren sollte. Ja. Also,
Deswegen, also Bonn ist da, Bayern wird dabei sein, Alba wird dabei sein. Da hast du ja schon mal drei, die da probieren werden, in den Playoffs um die Meisterschaft zu kämpfen. Gut, dann um den Und vierten Platz wird es eng. Das könnten ja zwischen Ludwigsburg, Ratiopharm Ulm und den Chemnitz Niners. Oder selbst, ja, eigentlich selbst die Hamburger könnten es fast sogar noch schaffen, obwohl die sind schon ein bisschen weg. ja, Also. wobei jetzt Chemnitz und auch die Towers sehe ich jetzt da nicht wirklich in der Verlosung richtig intensiv drin. Also wenn ich alleine mir jetzt Spielergebnisse angucke, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch dann relativ egal, weil die anderen drei, die ich genannt habe, die einen überraschend und die anderen zwei müssen einfach von der Kaderstruktur, von der Kadertiefe und auch von dem Budget her einfach da oben stehen. Also ich kenne ja ungefähr die Budgetzahlen, die Bayern und Alba ausgeben. Das sind einfach die zwei, Ja. die schon das beste Material sich auch dann holen. Und ich meine, wenn du dir die Kadertiefe bei Bayern anguckst, das ist schon richtig gut. Nicht umsonst spielen sie international auch wieder eine richtig gute Rolle. Ja. Also die haben im Prinzip, wenn man, wie du so richtig ja gesagt hast, mit der Anschubfinanzierung eigentlich das Beste dann gemacht. Ja, wie gesagt, also ich meine, am Anfang muss man echt zugeben, war das ein Herzensprojekt von Uli Hoeneß. Und wer natürlich Uli Hoeneß so ein bisschen in seinem Leben verfolgt, der weiß, wenn der sagt, das ist ein Herzensprojekt, dann macht er das nicht aus Spaß und Lust, sondern dann macht er das, weil der dann auch sagt, nee, wir wollen damit dann auch Erfolg haben, was ja auch richtig ist. Also das ist ja das, was ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe. Man kann gegen die Bayern sagen, was man will, aber mir gefällt an den Bayern, dass sie wenigstens wirklich immer Ziele formulieren. Ja. Ja? Und das ist ja das, was mir an vielen Vereinen fehlt. So im Endeffekt so, naja, ich kann ja nicht Meister werden, aber ach, dann schauen wir doch einfach mal. Was ist das für eine Aussage? Frage. Ja. Also, ja. Naja, gut. So. Nehme ich mir lieber ein Ziel und ich erfülle es nicht, dafür kriege ich dann von mir auch bitterbös eins auf die Fresse, um es mal Ja, jetzt aber. ganz ehrlich zu sagen. Aber ich habe wenigstens was formuliert als Ziel und habe auch darum gekämpft, dass ich es erreiche. So. Ja, vor allem, wie gesagt, man kann ja noch sagen, okay, wir haben es versucht. Es hat halt nicht Ja. geklappt. Wir müssen jetzt analysieren, an wann lag, war das Ziel zu hoch gesteckt, was war's? Und dann muss man nächstes Jahr in die Saison gehen mit einem neuen Ziel. Genau. Egal in welcher Sportart. So ist das. So, So. gehen wir rüber. Rüber über den großen Deich ins Mutterland des Die Basketballs. NBA. Okay. Was? Ich weiß nicht, hast du eine Faszination für die NBA? Weil ich kenne also viele Basketballfans, die ja natürlich auch dann ihre Lieblingsvereine in Amerika haben und also dann auch sich die Nächte um die Ohren schlagen, um die Spiele zu sehen. Ja, das hab ich jetzt früher gemacht. Aus dem Alter bin ich jetzt dann wirklich ein bisschen raus. Ich habe ja auch drüben gelebt und alles. Ich komme natürlich aus der Zeit mit Michael Air Jordan und Magic Johnson. Ja, das sind Das war dann natürlich so, das war natürlich dann auch so, dass man das natürlich ein bisschen auch mehr verfolgt hat. Natürlich war ich, wie in allen anderen amerikanischen Sportarten auch, dort sehr Detroit-lastig. Also Detroit Pistons ist auch da mein Team. Immerhin habe ich Meisterschaften miterlebt. So. Und ja, am Ende natürlich aufgestanden, geguckt. Gab Spieler, die man natürlich faszinierend fand. Also jetzt nicht nur Jordan oder Johnson, gab auch einige andere. Also dann, was weiß ich, natürlich auch das Dream, also das erste Dream Team. Das hast du dir natürlich fasziniert angeguckt. Jetzt die ganzen amerikanischen Teams, die danach kamen bei Olympia und Weltmeisterschaften, das war für mich nur noch der Abklatsch. Aber so dieses erste Dream Team, das war sensationell, als du das in Barcelona gesehen hast, wie die da gespielt haben, wie die teilweise gute europäische Nationalmannschaften vorgeführt haben. Teilweise hast du gedacht, die einen spielen wie die Harlem Globetrotters und die anderen spielen ernsthaft Basketball. Super, ja. So, aber das Problem war, naja, deswegen, also
Ich bin da natürlich mit einer Zeit groß geworden, mit wirklich großen Starspielern, mit großen Fights auf dem Parkett, mit diesem Dream Team und so. Wie gesagt, das Herz ist halt Detroit. Ist momentan nicht so gut. Auch im Football nicht. Im Eishockey geht es auch nicht ganz so gut Nee, da mehr. war es auch mal besser, ja. Ja, also. Famos, ich muss mir vielleicht mal eine neue Sportart in den USA suchen, Stadt. wo Detroit vielleicht führt. Also, Also, oder eine neue Stadt, aber es ist. nee. Da bin ich sehr, sehr, sehr treu. Nein, aber so ansonsten, natürlich guckst du gerne dir, wenn du dich für Basketball interessierst, guckst dir natürlich auch heute noch gerne die NBA an, weil die NBA einfach durch die Fülle, nicht nur an guten amerikanischen Spielern, sondern an den besten europäischen Spielern oder auch den besten Spielern aus Südamerika oder auch aus, darf man ja nicht mehr so laut sagen, aus Russland und China, einfach die beste Liga mit Abstand ist, die du im Basketball finden kannst. Also das Niveau, was die in der NBA haben, das siehst du nicht mal bei uns hier in der im internationalen Vergleich. Und wobei ich aber sage, die BBL hat sich richtig toll gemacht. Also wenn wir mal den Bezug auf Deutschland machen. Wenn du Basketball früher in Deutschland betrachtest und heute die BBL, das ist ein Quantensprung, den die BBL hinter sich hat. Das siehst du auch dadurch, dass natürlich mittlerweile sehr, sehr viele deutsche Spieler drüben sind in den USA. Und nicht nur als Best Six Men oder Bankdrücker, sondern wirklich als Spieler, wichtige Spieler in der Starting Five. Und siehst du ja auch an der deutschen Nationalmannschaft, dass wir auch da ja guten Basketball abliefern. Aber trotzdem ist halt die NBA einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Und du siehst auch eine ganz andere Art von Basketball. Also ich sage jetzt mal so, wir sind eher, sage ich mal, sehr, sehr wurflastig. Und bei der NBA siehst du natürlich diese typischen Dunks in Reihe. Ich habe mich mal ein bisschen ins Basketball reingelesen, was mir dann natürlich aufgefallen ist. Also, wie du schon sagst, die Amerikaner sind halt wirklich dankfreudiger, haben aber auch, sagen wir mal, in ihrer Taktik teilweise dass sie mittlerweile diese Free-Taktik spielen, also wo es also auch wirklich von überall geworfen werden soll. Und ist dir das mal aufgefallen? Ja gut, also von überall soll nicht geworfen werden. So. Nein, du spielst natürlich mit dem, was du hast. Und wenn du natürlich Spieler hast, die relativ gute Wurfquoten aus dem Halbfeld haben oder sogar hinter der Drei-Punkte-Linie, dann probierst du natürlich auch dein Spiel dementsprechend auszurichten. Und dann setzt du zum Beispiel auch auf die berühmte kleinere Formation und sagst, ja, und dann müssen wir halt auch wirklich, wenn wir gute Positionen uns geblockt haben, probieren immer den Schritt raus in den Dreier zu machen, dass wir da werfen. Genauso wie du natürlich sagst, wenn ich natürlich einen Big Man habe oder dazu auch noch einen Power Forward, der eigentlich zum Big Man taugt, dass ich natürlich mehr unter den Korb gehe. Also das sind einfach die Varianten, die du hast und entsprechend richten die Trainer natürlich auch ihre Teams aus. Und ich sage jetzt mal so, dann muss man auch zugeben, hat Dirk Nowitzki ins Basketball in der NBA auch eine ganz neue Note reingebracht, die in Ansätzen früher schon mal Larry Bird hatte, dass er halt als 2,11 Meter, 2,13 Meter Mann halt wirklich einen guten, sicheren Wurf hatte, sowohl als auf dem Halbfeld, aber auch sehr, sehr gute Quoten aus dem Dreierbereich. Und das hattest du eigentlich so in der NBA sehr, sehr lange halt nicht mehr. Also du hattest noch mal bei Larry Bird das früher, der ja reihenweise Titel auch mit den Boston Celtics gewonnen hat. Und danach ist das irgendwie aber ein bisschen untergegangen. Da hattest du mehr dieses schnelle Power-Basketball, wo die Spieler, sage ich mal, reinziehen und halt probieren zu dunken, Korbleger zu machen. Und halt Nowitzki hat das ja nochmal reingebracht, dass du auf einmal wirklich große Spieler hattest, die wirklich auch ihrem Wurf vertrauen. Also kannst du jetzt zum Beispiel auch in den Playoffs sehen, bei den Mavericks, jetzt in Spiel 2, glaube ich, hat Maxi Kleber ein richtig gutes Spiel gemacht. Und wenn du dir dann anguckst, auch Maxi Kleber ist, glaube ich, 2,8.
der halt sehr viel aus dem Halbfeld und aus der Dreierposition halt schießt und dafür wird er halt auch extra freige rotiert und gespielt. So. Also deswegen, oder bei Mavericks zu bleiben, auch der Luka Doncic ist natürlich einer, der nicht nur zum Korb reinziehen kann über seine Athletik, sondern da siehst du auch, dass er halt bei Real Madrid zum Beispiel das Spiel gelernt hat oder richtig gelernt hat und in der serbischen Nationalmannschaft. Der ist natürlich auch prädestiniert für Dreier- und Halbfeldwürfe. Deswegen musst du halt immer gucken, was du so im Team hast. Ja, das nee, es ist mir so nur mal aufgefallen, wenn du mal so Taktiken liest, dass die Amerikaner da ein bisschen variabler waren als wir, mit auch, wie gesagt, mit mehr Werfen, beziehungsweise also weg von diesen reinen Dunken. Dann habe ich mir ja auch mal bei uns in Deutschland so mal so die Dreierquoten angeguckt. War ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, überrascht, dass die gar nicht so hoch waren. Ich hatte da gedacht, die wäre jetzt deutlich höher. Also so im Teamschnitt liegen die meistens um die 30, 33%. Und ihre Besten haben um die 40%. Ja gut, das sind natürlich keine überragenden Quoten, aber trotzdem musst du dir das ganze Spielfeld mal angucken und du musst auch gucken, wie viele Würfe in der Nähe der Dreierlinie in Deutschland genommen werden oder generell in Europa, um es mal so Ja. zu sagen. Und dann wirst du feststellen, dass die Quote generell sehr, sehr hoch ist, die wir hinter der Dreier- und vor der Dreierlinie nehmen. Und du wirst einfach feststellen, dass gar nicht so oft massiv zum Korb gezogen wird. Und es ist dieses Aufposten haben wir in der Form eigentlich auch gar nicht so massiv wie in den USA. Also wo Ja. der Big Man sich da quasi hinstellt und aufpostet, den Ball dann nimmt und einfach mit einem einfachen Move zum Beispiel den Korbleger zu machen. Also das ist bei uns auch nicht so. Also wir sind schon trotzdem immer noch sehr wurflastig im Spiel. Cool. Gut. Playoffs laufen. Was wäre dein Tipp? So. Ich weiß, in Amerika ist das ja noch mal um zig Nummern schwerer, weil einfach die noch ausgeglichener ist. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es ausgeglichen. Aber es gibt ja in allen amerikanischen Sportarten gibt es auch Möglichkeiten, wie du ja um diesen so berühmten Salary Cup, den sich ja alle in Deutschland für den Fußball auch wünschen würden, wie du so trotzdem umgehen kannst. So. Deswegen ganz so ausgeglichen ist das alles nicht. Ich würde schon mal sagen, Favoritenrolle geht schon an die Milwaukee Bucks. Die sind seit Jahren stark. Von Brooklyn hätte ich mir mehr erwünscht oder erhofft. Und ich bin jetzt, was ich bisher gesehen habe, von Golden State bin ich ganz angetan in den Playoffs. Gut, dann werden wir es mal verfolgen und gucken, wer wirklich am Ende wird. Wir sind auch dann jetzt mal am Ende. Wir bleiben mal mit der Eishockey-Liga bleiben wir eh mal dran. Mal gucken, wie es dann bei uns im Basketball losgeht mit den Playoffs. Wenn wir bestimmt auch nochmal drüber reden. Ja, Donnerstag ist richtig. Donnerstag gibt es Fußball. Wir werden mal auf die DFB-Pokalspiele gucken. Hat ja auch ein bisschen Na, jetzt Auswirkungen. doch. Ja, na Logo. Hat ja auch ein bisschen Jetzt Auswirkungen doch. auf die Liga. Weil je nachdem, wenn es Leipzig und Dings packen sollte, Freiburg, könnte ja der 7. Platz dann diesmal doch wieder für die Liga erreichen. Also schauen wir mal. Ja, und dann natürlich auch gucken wir auf den Spieltag und nächsten Dienstag, wenn wir uns dann mal vor dem Saisonstart mit der DTM beschäftigen. Also. Oh, ja, ich habe mir es nachher Aber gemerkt, diesmal. Gut, also ich wünsche du euch weißt, noch ein was schönes an dem Wochenende. Wochenende dann auch beginnt. Was bitte? Du weißt, was an dem Wochenende auch beginnt. Nö. ADAC GT Masters. Ja, Gott. Kann man vielleicht mal auf beide Serien gucken, siehst du? Ach, guck an, jetzt auf einmal, jetzt will er wieder über die andere Serie auch reden. Ja, jetzt weiß ich Eieiei. ja. Ansonsten. Alles klar. Habt eine schöne Woche. Genießt ein bisschen das Wetter, wenn ihr könnt. Lest ein bisschen was bei uns. Und wir sehen uns am Donnerstag. Macht's gut. Ciao.